für eure Frechheiten bezahlt ihr jetzt. Versteht ihr, was ich meine? Ihr könnt euch nicht alles erlauben hier. Hier ist das Ghetto, hier ist die Hut. Hier ist nicht der Spielplatz, wo ihr aufgewachsen seid. Wir hatten es nicht so einfach wie ihr, ja? Wir hatten schwere Zeiten. Ihr hattet es leicht, ja? Ihr Hurensöhne. Was ihr mit privaten Details, MC Martin zerreißt. Haltet euch für gute Rapper, doch seid gar nicht mal tight. Baldrian geil, doch eine Frage, die bleibt. Was denkt ihr, ihr habt Skill, obwohl sich bei euch fast nie was reimt? Neben euch zwei Hängern ist ja sogar Hannibal nice. Und selbst mein Vorrundengegner, dessen Namen ich nicht weiß. Und wenn wir schon bei Runde 1 sind, ey, dann sag ich das gleich. Euch weggeflaschen, schlägt seit dieser Aki zu breit. Nach die, was bleibt ihr übrig, schreibt doch schon mal eins gegen Martin. Wenn selbst ein fucking Glö in Runde 2 hier noch da ist. Jetzt mal Real Talk, mein lyrisches Können bleibt schierer Wahnsinn. Ihr zwei kriegt jetzt Panik, aber schreien bringt da gar nichts. Hört Bedenken, weil das eher sein Rapskill halt nicht einsieht. Ihr habt beide Rake Alliance, das seid ihr Larrys eigentlich einig. Ich bin fast belustigt, weil sie Text nicht halt euch scheiß gibt, flott den Beat kaputt. Ey, das nenn ich mal einen Einstieg. Falls ihr das schon hart fandet, hä? Dann wartet mal ab, wenn Martin gleich weitermacht, wie Hurensöhne. Richtige Lappen, ey, ihr werdet richtig gefickt, ich mein's ernst. Ihr kommt hier nicht mehr raus. Ihr habt euch das eingebrockt und ihr lebt es jetzt. Das ist euer Pech, nicht meins. Nicht seins, sondern euers. Checkt ihr es, oder? Dass hier ist kein erdachter Mist. Bei dir merkte man schon früh, dass etwas anders ist. Jetzt mal Tacheles, ich red nicht von so manchen Ticks. Du weißt schon, was ich meine, ich red von Transen-Shit. Zurück in die Zeit, damals im Kindergarten, fing die kleine Jana an, sich zu hinterfragen. Denn während jedes andere Mädchen sich weiblich benahm, hatte Jana Müller damals ihren eigenen Kram. Das ging weiter in der Schule, alle lästern und mobbten. Denn Jana trug nie pink, sondern Männerklamotten. Jahre vergingen, es wuchs Gras über die Sache. Und dass sie kein Junge war, das ahnten nur Verwandte. Als Rapper fragte man, wie soll das bitte gelingen? Doch sie hatte eine Antwort mit gepitchter Stimme. Ihr Text beschissen, aber niemand schöpfte Verdacht. Und Jan hat bei der Crew von diesem Blö mitgemacht. Der macht auf Hippie, aber bringt nur unnötig gestrecktes Zeug. Du Transe, erst so Spaß, ihr seid nur wacke Toys. So geht das längst bis heute, ihr nennt euch bald hier eine Chance. Doch ist die Runde raus, nimmst du nie mehr ein Mic in die Hand. Du fette Sau, wirst dich in deinem Zimmer verschließen. Ich will ja eigentlich nicht mal eure Stimmung vermiesen. Denn du und der Affe Blö waren immer die zwei Spasten, die keiner dissen wollte, weil man Mitleid hatte. Deine Eltern schuften Tag und Nacht für den Hungerlohn. Doch was ist das Ergebnis? Ein Vollidiot. Martin Ficken schaffst du auch nicht mit starkem Rap. Du hast wohl einem Rapper Schwanz gegeben und dann war er weg. Und ich rede nicht vom Alphabet, wenn ich sag, dass du nach einer Kuh kommst. Mit deinem fetten Arsch. Dein Rap kein krasser Shit, mehr so Pferdescheiße. Und du nennst dich doch nur so, damit dich irgendwer als er bezeichnet. Was seid ihr für Lappen, Alter? Nicht mal Core-Beats habt ihr. Junge, was seid ihr für Opfer? Ihr habt nicht mal eine Punchline-Dichte von 60%. Was los mit euch? Ohne Spaß. Ich krieg richtig Wut in meinen Magen, wenn ich euch sehe. Ihr Hurensöhne. Ihr Bastarde. Fickt euch.
Ey, Jlö, ich hab noch nie so über einen Gegner gelacht. Ich hab dir noch einen Typ mitgebracht. Du erinnerst dich doch sicher daran. Du weißt genau, was jetzt kommt. Du weißt genau, wen ich meine. Und es ändert nichts. Auch wenn du wieder sagst, du kennst ihn nicht. Ich kannte ihn von damals aus der Schule und er war zurück in unserer Stadt, um seine Tante zu besuchen. Ich hab ihm kurz Hallo gesagt und er wollte mir ein paar Lieder zeigen. Mir bleibt keine Wahl, du bist stillos und scheiße. Was fällt dir eigentlich ein, ihm deine Videos zu zeigen? Du brauchst es nicht bestreiten, es ist Schwachsinn, sich daraus zu reden. Zu dem Thema kann ja deine Tante mir mal Auskunft geben. Leute wie du denken wohl echt, sie seien ziemlich dope. Warum zeigst du diesem armen Menschen deine Videos? Man merkt es dir nicht an, doch du Trottel hast Angst. Denn du wusstest ganz genau, dass hier kommt irgendwann. Er hat gemeint, dass er sein Album pumpt und wollte, dass ich das auch mache, aber ich hab mich nicht getraut. Ich war doch Crow-Fan, der kann wenigstens rappen. Er hat wieder seine Lieder angemacht und ich hab gesagt, dass er das lassen soll. Deine Tracks sind so grässlich und das ist wohl der Grund dafür, dass du damit Kevin belästigst. Dein Wunsch war, er hätte sich das Album gezogen. Was ein Schwachsinn, hättest du ihn lieber Alk angeboten. Du hast den wackesten Rap, wolltest, dass er dein Zeug hört und hast sie dann also mit deinen Rap-Tracks bedrängt. Er sagte unmissverständlich, komm schon, lass den Scheiß. Doch du hast die Videos laufen lassen, die ganze Zeit. Du nimmst Songs auf und lässt dann andere darunter leiden. Was fällt dir ein, jemanden deinem Album zu zeigen? Er hat dir doch gesagt, dass er nur Crow kennt, nicht so wecke Mucke. Wie kannst du das tun? Du kriegst ja nicht einmal die Technikpunkte. Die ganze Sache hat mich so entsetzt, ehrlich. Ich frag mich, wie du wohl dich selbst so etwas rechtfertigst. Es macht auch keinen Sinn, jetzt unsere Texte zu vergleichen. Denn hiernach brauchst du dich nicht mehr, die Rap-Tracks wem zu zeigen. Und er hat noch so viel nicht gesagt. Weißt du noch damals, als du Rap Stanley beklaut hast, ja? Ihm sein Pausenbrot abgenommen hast? Er konnte sich gar nicht wehren, du ehrenloser Bastard. Was du mit Kevin gemacht hast, war schon krass. Aber es gibt noch so viele andere unkorrekte Sachen, du 31er. Ich wünsch dir Stiche, wenn du in meine Hut kommst und gar genau. Du überlebst keine 2 Sekunden, Alter. Wir kommen mit Choppers und ficken dich. Weißt du was? Sowas wie dich nennt man nicht Mensch, du bist ein Hund. Ritte, 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 ritte.